35 Kilo Unterschied. Beide in etwa gleich groß. Bin ich sehr gespannt, was das für eine Art Kampf wird. Auf jeden Fall ein Showkampf, 3x3 Minuten. Bin gespannt, ob der über die Runden geht. Ring frei. Ob Diego Azulian Runde 1 die Anfangsoffensive dann übersteht und dann vielleicht über die Kondition kommt. Warten wir mal ab. Da geht schon gleich gut zur Sache. Ja, Mann. Mit der Rechten schon gleich probiert. Wieder pintiert, sucht aber gar nicht, probiert gar nicht mit dem Jab großartig zu treffen. Ja, geht mutig voran. Absurjan. Lass sich jetzt so ein bisschen durch den Ring treiben. Oh, schöne durch mit der linken. Ist auch Rechtsausleger. So, Linkshänder wird man. Man nicht so häufig, macht es Jammern nicht einfacher. Bewegt sich jetzt in die falsche Richtung, ne? Richtung Schlag, Richtung Schlaghand von Jammern. Ist nicht gut. Sollte sich lieber rechts rum bewegen. Oh, fast in einen Konter reingelaufen, der Jammern. Oh, jetzt probiert Jammern dann sofort zu explodieren, wenn er dann einmal irgendwie durchkommt. Jetzt geht er wieder in die richtige Richtung. Mann, immer weg von der Schlaghand. Jetzt wieder in die falsche. Die müssen sich die Kräfte natürlich gut einteilen, die schweren Jungs. Oh, gut durchgekommen. Drei Minuten die Runden. Ja, schlag doch selber. So, jetzt kommt er ein paar Mal gut durch. Probiert ihn zu provozieren. Ja, darf sich auf die Spielchen nicht einlassen, muss sein Ding weitermachen. Aber ich glaube, Absurjan hat ein bisschen Respekt auch, hat jetzt ein paar Mal dann auch Schläge einstecken müssen. Aber es sind dann noch 6 Minuten, 6,5 Minuten insgesamt. Lange Zeit. Ja, animiert ihn. Lässt sich da gar nicht drauf ein. Braucht sich auch gar nicht beschweren, weil er hat ja selber in der Hand. Wie aktiv er ist. So, schön durchgekommen. Jetzt so muss er es machen. Nicht beschweren, dass der andere nichts macht. Ende Runde 1. So, mal gucken, wie die jetzt in Runde 2 rauskommen. Auf jeden Fall hat Jammern für mich die erste Runde gewonnen. Absurjan. Ende dann sehr, sehr passiv. Gucken, wie es mit der Kondition bei ihm aussieht. Weil Absurjan sich viel bewegt, Jammern hinterherkommen muss. Die 132 Kilo müssen ja mit Sauerstoff versorgt werden. Schauen wir uns das mal an. Relativ ruhige Ansagen in beiden Ecken. Assistent bitte aus dem Ring. Ring frei, Runde 2. Ja, schauen wir mal, wie es jetzt hier in Runde 2 aussieht. Ja, man probiert da mit schweren Fäusten. Sehr, sehr wild. Wurde jetzt überrascht vom Angriff von Absurjan. Schöner Körpertreffer.
Schön ins Leere laufen lassen. Legt immer alles rein in die Aktion. Oh, schön von Absurjan. Aber schön durchgeschüttelt, den Jammern. Ist aber voll da. War aber mal ein Lebenszeichen. Dann, als Jammern nach vorne gehen wollte, hat den dann abgefangen. Könnte psychologisch ziemlich wichtig sein. Mal schauen, wie er damit umgeht. Und sofort hinterher. Das sind die Momente. Genau, er ist nämlich viel, viel schneller. Die öfter suchen muss. Ja, wir haben ein bisschen träge und da hat er sofort ausgenutzt. Auch hier die Rechts-Links-Kombination drin. Er beschwert sich, braucht sich gar nicht beschweren, muss er selber was machen. Und schon wieder kassiert. Ist gar kein Grund, sich zu beschweren, weil Absurjan diese Runde alles richtig macht. Er läuft ein bisschen runter, weil er jetzt richtig am Schwitzen. Das glaube ich auch, dass das hier richtig anstrengend ist für beide. Was die an Meter machen hier. Schön durchgekommen jetzt von Jammern. Atmet durch den Mund. Ne? Ja, je länger der Kampf geht, desto schlechter natürlich für Jammern, weil er mehr Gewicht mit sich rumschleppt. Jetzt lädt er ihn ein. Und beide schön kassiert. Ja. Runde gebe ich Absurjan. Bin ich gespannt jetzt, wie das Konditionslevel aussieht bei Jammern in Runde 3. Hat hier teilweise schwer kassiert. Wer glaubt, hier in einem Showkampf geht es um nichts. Ne? Hier geht es ja immer um die Ehre und man möchte sich auch keine Blöße geben. Also das ist wirklich, die geben hier alles, die Jungs. Da braucht man sich keine Sorgen machen. Ich habe auch gesehen, wie die sich hier vor, oben warm gemacht haben. Ja, total enthusiastisch. Assistent wieder aus dem Ring. Ringfrei für die dritte Runde. Die letzte Runde. Bin gespannt. Geht gut los, rechts, links drin von Absurjan. Ja, da wird es aufgrund der fortschreitenden Kampfes auch technisch unsauberer. Da werden Schwinger dann vom Nordpol hergeholt. Die sieht man natürlich und geht dann rechtzeitig weg. Beide voll da, beide wollen es richtig wissen. Macht Spaß. Oh, Jab schön gesetzt ans Kinn. Er ist einfach noch schneller und fitter auf den Beinen, Absurjan. Wird alles technisch unsauberer bei Jammern. Zunehmender Kampfdauer. Ja, schön ausgewichen. Das kostet ja auch richtig Kraft, wenn er so einen Schlag daneben geht. Und schon wieder geht ein Schlag daneben. Schön Profit rausgezogen. Absurjan. Oh, schöne Overhand Left. Oh, und der schöne Uppercut. Jetzt geht's hier los. Ja, muss aber natürlich 35 Kilo mehr erstmal auf den Boden bringen. Trotzdem ganz klare Treffer. Haben ihn auch kurz durchgerüttelt.
Weil der Jab mal schön drin von Jammern. Ja, ging alles jetzt ins Leere. Ja, die Erschöpfung sieht man den beiden an, aber die wollen. Das ist zu ungenau. Ja, schöne Konter da auch teilweise drin. Und wieder einer drin. Beschwert sich der, dass er auf den Hinterkopf geschlagen wurde. Das hat gesehen. Ja, beide schnaufen. Das viel Kraft, dieser Kampf. Oh! Ja, jetzt mit zunehmender Dauer hängen die Fäuste tief. Blutet auch. Also wenn das Ding hier wirklich gepunktet wird, würde ich Apulian den Punktsieg geben. Ansonsten wird das, glaube ich, hier ein Unentschieden. Wir gucken mal, wie die das werten. Die Kämpfer bitte in die Mitte für das offizielle Urteil. So, schauen wir mal, wer da jetzt gewonnen hat. So, bevor ich zum offiziellen Urteil komme, mal eine kleine Anmerkung. Ihr hier in Neuwied, ihr könnt sehr stolz sein, ihr habt extra was dran, egal ob es vom MCM kommt oder vom Puncher. Tolle Kämpfe. Tolle Fighter und ich glaube, wir sehen den einen oder anderen demnächst auch in größeren Hallen wieder. Und jetzt kommen wir zum offiziellen Urteil, entschieden durch Peter Schmidt, unseren Referee. Der Kampf endet wie im Schuhkampf üblich, unentschieden. Ja, haben wir uns gedacht und wird notiert. Und jetzt gucken wir uns an, was als nächstes kommt. Ich glaube, jetzt kommt der erste Profikampf. Dominik Stell dich mal vor, solche Kämpfe gehen ja länger als drei Minuten, wenn solche Kraft aufeinander schlägt. Wir machen jetzt kurz 15.